könnt sie nicht retten. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael hat ihn sich einverleibt und Diablos Seele in sich auf... Dann wurde Diablo durch Maltaels Tod entfesselt. Er ist frei. Die Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt. Und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephalem in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Eine Zauberin, die die Unschuldigen beschützt. Doch sie ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird sie widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder unser Schicksal besiegeln?
Ich grüße euch, Nephalem. Viele gefährliche Gegner mögt ihr schon besiegt haben. Doch es gibt noch viel zu tun. Dies ist eine Karte Sanctuarios und angrenzender Reiche. Von hier aus könnt ihr eine Region auswählen, um sie euch genauer anzusehen. Dieser Karte könnt ihr entnehmen, zu welchen Orten der jeweiligen Region ihr euch begeben könnt. Orte, die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, halten Kopfgelder bereit, die ihr euch verdienen könnt. Als Kopfgelder werden die vielen Aufgaben und Herausforderungen bezeichnet, die eure Aufmerksamkeit benötigen. Als Belohnung für abgeschlossene Kopfgelder erwarten euch mächtige Gegenstände. Viel Glück, Nephalem. Sanctuario braucht euch. Diese Welt wird immer in Gefahr sein. Sogar. Grüße, Nephalem. Ich kann ein Portal für euch öffnen. Die Ursache. Ich bin. Nur die Licht. Grüße. Ich danke euch für euer Kommen. Ihr in euch. Kadaver, ich. Spät. Aufgrund. Tür. So, es ist ein. Das kann noch nicht geöffnet werden. Wird unsere Freundin hier denn nie müde? Seit dem Augenblick, an dem ich sie zum Erden.
erkrankt habe. Wartet. Welch Reichtum! Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Ich habe nicht genug Arkankraft.
Verteidigung ist nutzlos. Ist Stärke in mir. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Noch nicht bereit. Ich wurde geheilt. Ich brauche Arkankraft. Noch ein wenig länger warten.
immer noch. Ich kehre in die Stadt zurück. Das ist verschlossen.